Ja, wir sind wieder da im kulinarischen Paradies. Fest der Gaumenfreunde, Inside Melilla, Fuerteventura. Ja, nach wie vor gilt am Buffet natürlich Hände desinfizieren und Handschuhe anziehen. Das ist ganz klar. Und jetzt macht euch der Lars mal eine kleine Runde, was es heute für kulinarische Köstlichkeiten gibt. Es ist ein bisschen aufgelockerter als in der letzten Saison. Wir haben jetzt 2021. Unser vorheriges Video kommt aus 2020. Da war alles noch in so kleinen Tupperdosen verpackt. Und dank der Lockerung von Corona, dass jetzt alles ein bisschen leichter läuft und nicht mehr so hart ist, haben wir jetzt die Möglichkeit, uns wieder frei zu bedienen, ohne Tupperware und direkt ans Buffet zu treten. Voraussetzung ist, wie gesagt, natürlich die desinfizierten Hände. Das Haus ist momentan super ausgebucht, bis zu 80% belegt. Trotzdem hat man hier die Möglichkeit, schnell ans Buffet zu kommen. Es sind keine langen Schlangen. Ja, und jetzt geht's los, Freunde. Die Runde der kulinarischen. Sich seinen Salat dann selbst zusammenzustellen und nach Belieben zu würzen und seine eigene Salatkreation zu kriegen. Wo es nicht nur angerichtete Köstlichkeiten gibt, sondern ihr euch auch das Open Cooking, das Fleisch direkt anbraten lassen könnt. Freie Auswahl, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Viel Spaß!
say goodbye, remember me. Don't let it make you cry, for even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way that I can be, until you're in my arms again. Remember me, remember me. Remember me. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Remember. Ja, da wir hier im Inside bei Melia auf Fuerteventura nur Halbpension haben, sitze ich jetzt hier am Mittagstisch und habe mir auf eine Rechnung einen Angus Beef Burger bestellt. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem, trotz des Windes, hören. Und ja, ich bin gespannt, was mir jetzt hier serviert wird. Ich habe gehört, also muy gusto, wie man in Italien sagt, very delicious, fantastico. Wunderbar schmecken. Ich bin jetzt wirklich gespannt und nach meiner alten Gewohnheit, ich kann euch hier wirklich den Caipirinha empfehlen. Und zwar den Caipirinha Strawberry. Probiert den, das ist wirklich ein kleiner Geheimtipp am Rande. Und ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf meinen Angus Beef Burger, den ihr euch übrigens auch per Room Service aufs Zimmer bestellen könnt. Euch das an, Freunde, Aufmerksamkeit des Hauses. Als kleines Aperitivo haben wir jetzt spanischen Ziegenkäse mit Oliven bekommen. Als Aufmerksamkeit des Hauses, wie gesagt. Ich muss mal probieren. Viel Knoblauch. Also, wenn ihr danach noch jemand küssen wollt, sollte derjenige definitiv das gleiche essen. Und ich gebe euch auch den Tipp in Spanien. Bitte, bitte, passt auf bei den Oliven. Das ist mir nämlich schon öfter passiert. Die sind meistens mit Kernen drin. Deswegen passt auf, dass ihr nicht zu fest zubeißt, damit euch kein Zahn abbricht. Denn die dritten sind teuer.
schaut euch das an. Hier haben wir ihn nun. Und ich bin jetzt so gespannt. Eigentlich war der gar nicht zum Teilen gedacht, aber wir haben ihn in zwei Hälften geschnitten. Naja, und ich werde jetzt wohl mal mit dem Lars teilen müssen, Mulder Übel. Vielleicht auch mal ein kleines Stück. Ein kleines Stück. Oder eigentlich gar nicht. Am besten. Also, schauen wir mal, wie es schmeckt. Ihr habt die Möglichkeit, von Raw bis Medium oder Well Done zu bestellen. Ich habe jetzt hier ein Stück. Es ist nicht nur gefüllt mit Angus Beef, nein, sondern auch mit Speck, frischem Salat, Zwiebeln. Und das ist ja wirklich, wirklich absolut on the point Medium. Nicht mehr blutig, nicht ganz trocken. The middle in between. Jetzt probieren wir mal. Mit Brot natürlich. Was soll ich sagen, Freunde? Kann nicht mehr viel sagen. Außer wie schon erwähnt. Molto fantastico. Wow. Ich sage euch, ganz ehrlich, ungelogen, ich bin ja ein Gourmet und ein Liebhaber von gutem Essen. Und das Essen hier am Abend oder morgen ist schon gut, aber ihr solltet euch auch vielleicht mal zwischendurch im Laufe des Tages die kleinen Menüs gönnen, weil, Freunde der delikaten Küche wissen, wovon ich rede, wenn ich von Orgasmus-Essen spreche. Das ist dann, wenn im Mund was ganz Besonderes passiert. Ja, Freunde, that's it. Mehr habe ich gar nichts hinzuzufügen. Es war mir wieder mal ein Erlebnis und nicht das letzte. Vergesst nicht am Ende den Kanal zu subscriben, Daumen hoch und hinterlasst mir doch einen Kommentar. Und schaltet auch im nächsten Video wieder ein, wenn es wieder heißt: This was Dean's World and I hope you enjoy.